Moin zusammen, mein Name ist Jan Löken. Willkommen zum Industriehof Techniktipp. Heute Striegelzinken. Striegelzinken werden in vielen heutigen Maschinen eingesetzt und trotzdem ist nicht jedem bewusst, wie rum Zinken richtig eingebaut werden müssen. Striegelzinken bestehen in der Regel aus denselben Bauteilen. Wir haben vorne eine Aufnahme. Mit dieser Aufnahme wird der Striegelzinken am Rahmen der Maschine befestigt. Wir haben ein Keul. Das Keul kann oben oder aber unten liegen, immer gesehen von der Aufnahme. Und wir haben den eigentlichen Striegel, der hinten die Arbeit auf dem Acker macht. Wichtig ist dabei, bei der Arbeit muss ich das Keul immer einrollen. Das heißt, ich brauche immer eine Bewegung in diese Richtung. Deswegen wird dieser Striegel hinten eingebaut und arbeitet nach hinten raus, während dieser Striegel vorne eingebaut wird und nach vorne raus arbeitet. Die Fahrtrichtung ist bei beiden gleich. Vielen Dank.